Mac Mac und der Igor, ihren Cadillac, löst den Fall perfekt. Spuren liegen dort, wo der Frankie gefunden hat. Was ist genau passiert? Sein Hirn konzentriert. Mac Mac und der Igor, ihren Cadillac, löst den Fall perfekt. Eli Mac Mac und der Igor sind an der diesjährigen Paintball-Meisterschaft in Chur. Der Eli Mac Mac ist völlig gebannt und schaut aufs Schlachtfeld, wie sich die komisch angelegten Athleten mit Paintballs beschliessen. Der Igor macht aber nur einen sauren Stein und wünscht sich, er wäre jetzt daheim vor dem Fernsehen. Ah, Igor, endlich wieder mal so einen richtigen Sport, den wir da sehen. Oh, ich bin gar kein Fan, die schiessen sich ab, macht das nicht weh. Nein, das sind nur Markierer, weißt du, das sind Farbkugeln, das ist Paintball. Die machen sich nicht weh damit. Manchmal gibt es ein bisschen blaue Flecken, aber das ist das schon. Ja, aber die spielen Krieg, also ich finde das nicht in Ordnung. Das ist doch kein Sport. Das ist doch kein Krieg, Igor. Muss schon mal schauen, wie taktisch die da mit dem Vorgehen. Oh, das ist mir eigentlich. Der links dort, hast du gesehen, wie er jetzt gerade. Oh, jetzt ist er gut in Deckung gegangen dort. Ich verpasse Titanic wegen dem. Titanic? Du bist mir sowieso viel zu viel vor dem Fernsehen. Und außerdem, das Schiff geht unter, er stirbt, sie überlebt. Und irgendwie so. Also. Wieder das Telefon, Igor. Da ist es echt wieder der Karri. Schau mal auf dem Handy-Display. Es ist der Karri Helptrott. Unser Chef, Igor. Ja, dann nimm doch einfach ab. Ja, ist gut. Sali Kari, da ist Eli Mac Mac, was gibt's? Ich sag dir schon, was gibt's. Leichen gibt's, Gottverdammt, und ich hab keine Zeit, weil ich mit meiner Frau ins Ferien will. Und jetzt muss ich euch das überlassen. Ja, schiess mich Huren an! Ja, aber Kari, was schießt ihr denn so an? Der Fall wäre eigentlich abgeschlossen, er ist schon im Verhör und im Präsidium. Und jetzt muss ich euch zwei nutzlose Glühbirnen von und wegen Polizisten das überlassen. Ja. Wir machen euch also sofort auf den Weg ins Präsidium. Okay. Muss hören, Igor, wir haben hier einen Fall. Irgendeine Leiche hat es gegeben und ja, restliche Informationen, die haben wir dann im Autofax. Ja, zum Glück, also gehen wir schnell von da weg. Nach dem aufreibenden Anruf vom Karri Helptrott gehen also unsere zwei Helden zum Cadillac und machen sich auf den Weg ins Präsidium. Auf dem Weg dorthin knattert der Autofax vor sich her und der Eli Mac Mac reißt das Blatt ab und will es lesen, während er am Steuern ist. So, Igor, da ist der Autofax. Ich lese jetzt das vor. Bist du bereit? Ja, aber schau Hallo. Straße, ja, ich schaue, ja. Achtung, der kommt ein. Du weißt, da funktioniert das nicht. Gibt das mehr? Ja, ist gut. Gibt das mehr? Also, ja. Was hat da der Karin geschrieben? Ja, lese es mal vor. Laut, bitte. Na, hallo, ihr beiden Taugenichtse. Vor zwei Tagen, am Dienstagmorgen, dem 5. Juli, wurde die Leiche von Bauunternehmer Herr Sven Klapper aus Bern-Gelterfingen, Platzweg 5, auf einer Baustelle gefunden. Ja, das ist also die Leiche, hä? Ja, wahrscheinlich schon, Igor. Er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Er wurde mit einem Bewährungseisen... Bewährungseisen, ja genau, dem sagt man noch. Früher hat man noch Armierungseisen gesagt, weißt? Ich habe eben einen Kollegen, der arbeitet auf der Baustelle und der ist eisenlecker, darum weiss ich das. Ja, hat er noch mehr geschrieben? Ja, eben, weil er ist eben durchstochen worden mit dem auf Brusthöhe, hä? Was? Ja, und Herr Sven Klapper war der grösste Konkurrent von Herrn Moritz Langhaar. Auf dem Bewährungseisen wurden ebenfalls die Fingerabdrücke von Herrn Moritz Langhaar gefunden. Ja, was? So. Sven Klapper wurde zuletzt lebend von seiner BG-Freundin Miriam Meyer, mit der er in einem Haus lebt, am Montagnachmittag gesehen. Findet heraus, wo Herr Langhaar am Montagabend war. Euer Chef, Karri Helptrott. Da ist der Brief fertig vom Autofax. Ja, so ist das. Aber du, Igor, ich glaube, der Fall ist klar. Wenn wir da von dem Moritz da die Fingerabdrücke getroffen haben auf dem Bewährungseisen, dann ist ja der Fall eigentlich schon klar.
Ja, es könnte schon sein, aber meistens ist es trotzdem komplizierter, als man denkt. Ja, da hast du recht, Igor. Und das Mal will ich Ellie McMack nicht überstürzen. Ich sage es dir. Das ist ein guter Vorsatz. Also gehen wir los ins Präsidium, dann verhören wir den Moritz Langhaar. Aber vorher gibt's noch Churrito. So fahren also der Ellie McMack und der Igor wie einen gegölten Blitz auf Glatteis ins Präsidium. Vorher gönnen sie sich aber noch einen Churrito im Remis Imbiss. Schon kurze Zeit später stehen also unsere zwei Helden mit Brösmeli auf der Uniform auf der einen Seite von dem Einwegspiegel. Im Verhörraum nebenan sitzt der Moritz Langhaar. Er spielt nervös mit seinem leeren Kaffeebecher. So, da hockt er also, unser Übeltäter. Ja, so sieht's aus, he, der Moritz Langhaar. Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Ich meine, der Fall ist eigentlich schon klar für mich. Ja, bis auf ein Geständnis, ja. Ja, darum gehe ich jetzt rein, Igor. Du bleibst da, beobachtest die ganze Geschichte. Und dann, ja, ich werde ihn schon noch zu einem Geständnis zwingen. Ja, aber weißt du überhaupt, was früher... Ja, ja, jetzt. Tu doch nicht so kompliziert, Igor. Ich mach das genau nach Protokoll, so wie ich es gelehrt habe in der Polizeischule. So. Grüß dich. Jetzt sind Sie still, Herr Langhaar. Jetzt sind Sie einfach mal still. Mein Name ist Ellie McMack, ich bin von der Polizei. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. So. Erste Frage. Name, Geschlecht, Alter, Herkunft und Zivilstand, bitte. Moritz Langhaar, 51, männlich natürlich. Weisst du, für eine Frage? Bin Schweizer, wohne zurzeit in Bern-Bümplitz an der Klitzstrasse 2 und bin verheiratet mit der Lana Langhaar. Herr McMack, was soll eigentlich das Ganze? Jetzt sind Sie einfach still, ich stelle da die Frage. Ist das klar, Herr Langhaar? Ja, aber also ich... Jetzt sind Sie einfach mal still, wenn ich sage, es ist Ruhe im Puff, das ist Ruhe. Ja. Also, zweite Frage. Wo sind Sie am Montagabend am 5. Juli gsi? Ja, Montag, 5. Juli. Ja, richtig. Aber das wäre 4. Juli. Der Montag ist 4. Juli, weil die Leiche hat man ja dann gefunden. Also, musst du für das fragen. Ja, dann ist ja gut. Danke, Igor. Also, Herr Langhaar, wo sind Sie gsi am Montag am 4. Juli? Ja, daheim und habe ein Buch gelesen. Was für ein Buch haben Sie gelesen? Da geht euch gar nichts an. Was ist ich bin von der Polizei, mich geht alles etwas an. Ich darf fragen und wissen, was ich will. Ohne Anwalt sage ich jetzt nicht mehr, jetzt lang. Ja, Herr Langhaar, das mit dem Anwalt, das sehen wir ja dann noch. Es ist nämlich Mord im Spiel. Was? Ja, Sie sind Mord? Mord, jawohl, Herr Langhaar. Ja. Also können Sie beweisen, dass Sie das Buch wirklich gelesen haben, am 4. Juli am Montagabend, ja oder nein? Beweisen? Nein, die Frau hat am Montag Yoga. Oh, sie kommt um 11 Uhr zu oben heim, ich allein gesehen. Wie soll ich das beweisen? Ja, es sieht schlecht aus, Herr Langhaar. Ich sage nur, auf der Mordwaffe, auf einer Bewährungsreise, sind Ihre Fingerabdrücke drauf gewesen. Ja, also, ich bin ständig unterwegs und auf Baustellen und armiere gewesen in den Händen. Und, also, es armiere gewesen als Mordwaffe. Also, ich habe genug gehört, Herr Langhaar. Nein, so müssen wir nicht kommen. Ja, ja, Igor, wie ich das wieder da gemeistert habe bei dem Verhör. Ja, aber schau da, der Mann ist am Verzweifeln. Was schreist du denn auch so wahr? Ach, Igor, du hast wieder mal keine Ahnung. Ich spüre das. Ich sehe einen Mörder von 1 Kilometer Entfernung. Und der Herr Langhaar ist einer von denen. Ja, das glaube ich weniger. Also schau mal, aber der ist ja völlig aufgebracht. Wir haben Fingerabdrücke auf dieser Mordwaffe drauf. Was brauchst du noch mehr? Hat kein Alibi. Was brauchst du noch mehr, Igor? Ja, aber du hast doch gesagt, du willst jetzt in diesem Fall nicht alles überstürzen. Also mach das auch bitte. Ja, da hast du auch wieder recht, Igor. Was würde ich bloß ohne dich machen? Also gut, wir gehen jetzt zu der Frau Lana Langhaar, zu der Frau von dem Herr Langhaar. Und dann schauen wir mal, was die zu sagen hat da dazu. Ja, das ist eine gute Idee. Nach einer längeren Fahrt im Cadillac bügen also unsere zwei Helden im Bümplitz Süd ein. Sie halten an der Klitzstrasse Nummer 2, um Frau Lana Langhaar zu interviewen. So, Igor, jetzt sind wir auch schon da an dieser Klitzstrasse. Ja, Frau Lana Langhaar also, hä? Genau. Das mal bitte nicht so aggressiv interviewen. Ja, ist ja gut, Igor. Wirst du schon sehen, wie gut, dass ich das mache? Also, ich lüte jetzt. Ja, mach das mal. Ich soll mal endlich an die Tür reinkommen. Hei. Grüezi miteinander. Ja, grüezi wohl. Frau Langhaar, ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Ja, mein Name ist Ellie McMack. Ich bin von der Polizei und das ist der Igor, mein Kompagnon. Ja, grüezi miteinander. Grüezi, Frau Langhaar. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich glaube, so zwischen Tür und Angel ist das eine schlechte Idee. Ich dürfte mir recht reinkommen. Also gut, dann kommen Sie doch rein. Sehr in die gute Stube. Danke vielmals. Igor Mickel.
Hey, das ist aber eine schöne Wohnung, die Sie hier haben, Frau Langhaar. Hey, hey, hey. Ja, danke, Herr Meg. Nehmen Sie Platz. Ja, danke vielmals. Hey, das ist aber ein ganz schöner Sessel, den Sie hier haben. Mit dem Pfahl, mit dem geschäckten Pfahl. Ja, ja. Ja, aber Frau Langhaar, wir, also der Igor und ich, der Eli Meg, wir sind ja nicht aus Spass da. Ja. Ich muss vielleicht da ein bisschen ausholen. Also, Ihr Mann, der wird des Mordes verdächtigt. Ah ja, nein, das kann ja nicht. Ja, ja, der Herr Klapper, der grösste Konkurrent von Ihrem Mann, der ist tot aufgefunden worden. Und zwar am Dienstag, am 5. Juli. Das heisst, am Montag, am 4. Juli, am Abend, ist er wahrscheinlich umgebracht worden. Und wir haben auf der Mordwaffe, das ist so eine Bewährung gewesen, so eine Armierung gewesen, haben wir die Fingerabdrücke von Ihrem Mann gefunden. Das ist ja eine verrückte Sache. Sie sagen, der Herr Klapper ist tot, ja, Herr Meg. Frau Langhaar. Ja, das bedeutet ja einen Haufen mehr Aufträge für meine Ehemann. Hm? Ja, genau. Und das, da haben wir es eben schon. Das ist ja eben das Motiv, ja, wahrscheinlich das ist, auch von Ihrem Mann. Das ist interessant, ja, was Sie mir da erzählen. Ja. Jetzt können Sie mir noch sagen, wo sind Sie am Montagabend, am 4. Juli gewesen? Ja, am Montagabend, da habe ich immer meinen freien Abend, wissen Sie. Und dann gehe ich immer ins Yoga. Nachher bin ich noch mit Freundinnen etwas trinken. Schauen Sie, ich gebe Ihnen da doch gerade die Adresse. Warten Sie, ich ja, muss mein Büchlein für holen. Danke vielmals. Ja, danke, ja. danke. Ja, das tue ich dann natürlich, muss ich schon überprüfen, als guter Polizist, ja, ja, wo man nein, natürlich dem nachgehen kann. Sehr ja, gern, ja. Das verstehen ja, Sie, ja, genau. Sie, mein Mann ist so ein Arbeitstier und dem ja, geht nichts über seine Aufträge, ja. Ja, aber Frau Langhaar, Ihr Mann, der hat gesagt, er sei unschuldig. Darum muss ich Sie fragen, hätten Sie echt eine Idee, wer am Tod vom Herr Klapper könnte Interesse haben? Also, Herr Meg, ich muss Ihnen also ganz ehrlich sagen, mein ja. Mann, der Moritz und ich, wir haben natürlich oft darüber geredet, dass wenn ja. der Herr Klapper nicht mehr wäre, dass wir dann mehr oder Aufträge und Sie verstehen auch das ja, Geld, also, oder? Sie wollen jetzt damit sagen, dass der Herr Langhaar, also Ihr Mann, dass der, ja. das könnte gewesen sein. Ja, ich möchte Sie ja nicht anlügen, also wir haben da wirklich schon ein paar Mal gesagt, das wäre nicht so schlecht, wenn der Herr Klapper nicht mehr wäre. Eli Meg und die Igor verlassen also die Wohnung von der Frau Langhaar und sind ein bisschen erstaunt, dass sie ihren Mann nicht in Schutz nimmt. Auf dem Weg zum Cadillac besprechen sie noch einmal alle gesammelten Informationen. Igor, ich weiss ja nicht so recht. Oh, das war jetzt ein spässiges Interview mit der Frau Langhaar. Ja schon, irgendwie. Das ist eine ganz komische Frau, Igor. Was meinst du? Ja, die hat ihren Mann nicht in Schutz genommen, das verstehe ich nicht ganz. Ja, so eine will ich also auch nicht als Ehefrau haben. Ja, sag's laut, du. Ja, aber irgendwie, ich traue ihr noch nicht so recht. Ich tue am Abend noch diesen Freundinnen vom Yoga anrufen von dieser Frau und dann sehen wir ja, ob sie auch wirklich dort war. Ja, Eli, das klingt ja nach richtiger Polizeiarbeit, die du da machst. Ich bin ja schliesslich auch ein guter Polizist. Und am nächsten Tag übrigens, jetzt bleib mal stehen, Igor. Hei, hei, hei. Brauch auch mal eine kurze Pause. Nächsten Morgen gehen wir zum Mitbewohner von dem Toten, Herr Klapper, nämlich zu dieser Miriam Meier. Die gehen wir noch besuchen. Mal schauen, vielleicht weiss ja die etwas. Was meinst du, Igor? Ah, das ist eine super Idee, da haben wir wirklich alles abgecheckt. Nach dem produktiven Tag gönnen sich der Eli Meg und der Igor ein Feierabendbier. Am nächsten Morgen treffen sie sich vor dem Cadillac und nehmen den Kurs Richtung Gelterfingen zum Platzweg Nummer 5. Dort wohnt nämlich die Wegekollegin vom toten Herr Klapper, Miriam Meier. Auf dem Weg zu ihrer Tür meldet sich plötzlich lauthals ein Nachbar im Steckenhaus. Endlich kommt da jemand, der kann ja, mitlesen. Wird jemand Zeit? Jetzt sind Sie mal still! Was? Au, aber spielt sie, macht sie Musik da, der verdammte Saulärme da! Aber wer denn? Wer macht denn Musik? Ja, die dort im dritten Stock kommen da! Frau Meier? Ja, natürlich, Frau Meier! Ja, aber... Ja, jetzt gehen Sie wieder heim und lassen Sie uns Polizisten unsere Arbeit machen. Hey, Igor, die alten Männer wieder, hä? Ja, immer so Mais machen. Wo ist jetzt die Frau Meier, die wir hier hinlassen? Da haben ja gar keine Leute da an dieser Tür. Wollen wir jetzt da wieder klopfen? Hey. Also, komm. Einfach hineinkommen, es ist offen. Hast du gehört, Igor, wir können einfach hineingehen. Ja, dann mach mal die Tür auf. Gut. Oh, wow, ich bin hier, das ist ja jetzt auch noch da, hä? Ja, wie eine Bombe eingeschlagen hat. Frau Meier, sind Sie da? Sind Sie daheim? Ja, ich bin da unten. Oh, wo? Ah, ja, da unter dem Motor. Ja. Was ist denn das für ein Motor, Igor? Mitten in der Stube hat es einen Motor aufgehängt. Ja, habe ich jetzt auch noch nie gesehen.
Könnten Sie da bitte rauskommen? Wir müssten da polizeiliche Untersuchungen durchführen, Frau Meier. Ja, Moment schnell. So, hallo miteinander, was wollt denn ihr da? Ja, grüezi wohl, Frau Meier. Mein Name ist Ellie Mac und das ist der Igor. Wir sind von der Polizei, wie Sie unsere schönen Uniformen wahrscheinlich schon erkannt haben. Aha. Ja, wir sind eben da für eine polizeiliche Untersuchung. Wie aus unseren Unterlagen hervorgeht, sind Sie da mit dem Herrn Klapper am Wohnen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Ja, und wir haben auch erfahren, dass Sie den Herrn Klapper das letzte Mal lebendig gesehen haben. Und zwar am Montag, 4. Juli am Nachmittag. Ist das auch richtig? Ja, das ist möglich. Also am Montag habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag an meinem neuen Stück gewusst, ich spiele Gitarre und ich habe da an meinem Stück rumgeschrieben und geübt und gemacht. Also, so ist das. Ja, ich sehe da auch. Das ist eine ganz schöne Gitarre, die Sie da im Ecken haben. Ja, schau mal, Igor, das ist mal ein Prachtexemplar, ich sage dir. Ich kenne mich auch ein bisschen aus. Weißt du, mein Enkel, der spielt ja auch Gitarre, der Ludwig. Aber da fehlt ja eine Seite, das hat ja nur... Er hat ja nur 5 Seiten an dieser Gitarre, da müssen doch 6 dran sein. Ja, da haben Sie schon recht, aber eben wie gesagt, ich habe den ganzen Montag gespielt und ein neues Stück geschrieben und das ist ja klar, dass einem dann da einmal eine Seite kaputt geht. Also haben Sie denn da bis am Abend gespielt? Das wäre dann die Zeit vom Mord gewesen vom Herrn Klapper. Haben Sie dem voll ein Alibi, sagen Sie uns? Ja, also ich habe bis tief in die Nacht rein, ich mag mich kaum mehr erinnern. Ja, aber Ihr Nachbar, der mag sich erinnern. Haben wir vorher gehört im Stegenhaus, wie er rumgeklärt hat? Ja, der geht mir sowieso auf den Geist, echt. Also ich meine, der will mir mal ein bisschen das Leben geniessen und will sich ein bisschen lässig haben. Wegen jedem bisschen Musik oder wenn ich besuche, kommt der. Also das ist einfach mühsam, oder? Ja, da verstehe ich Sie ein bisschen, also, Frau Meier. Aber jetzt müssen Sie gleich mal sagen, da innen sieht es ja aus. Was ist denn da innen los? Ja, Sie, das ist, also so schlimm ist jetzt das nicht. Also wir haben gestern Abend schon noch ein bisschen gefestet und so, aber also ich finde jetzt da nicht so... Also, nein, ist doch lässig so. Was, ja, Frau Meier, Sie haben ja demfalls Opfer als letztes Leben gesehen. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr erzählen vom Herr Klapper, was war er so für ein Typ gewesen? Ja, also irgendwie, da kann ich Ihnen gar nichts Spannendes erzählen. Der war mehr so ein bisschen der langweilige Typ gewesen. Und so, ja, zuerst den Abwäsche und dann das Leben. Und ich finde auch, ja, also kann ich da wirklich nicht viel mehr sagen. Jetzt muss ich gleich sagen, das sieht einfach komisch aus, weil er war ja ein Bauunternehmer gewesen und da sieht es aus wie also nach einer Party und das passt gar nicht zu ihm. Könnten wir da mal sein Zimmer auch noch anschauen, bitte? Ja, klar, nein, kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen gerade. Das ist aber eine relativ kleine Wohnung für so einen Bauunternehmer, Igor, nicht? Ja, ist komisch. Ist das die Tür, Frau Meier? Ja, das ist richtig, genau da. Also, geht's einmal, das sieht jetzt aber da innen schön aus. Alles sortiert, das im Örtli. Da wird Tag und Nacht verglichen mit der Wohnung, ne? Ja. Danke vielmal, dass Sie das Zimmer noch gezeigt haben vom Herrn Klapper. Jetzt müssen wir gleich noch etwas fragen. Was denken Sie echt? Wer könnte Interesse haben am Tod vom Herrn Klapper? Da kommt mir spontan gerade jemand in den Sinn. Ja, der Moritz Langhaar. Der Moritz Langhaar, haben Sie gesagt? Ja. Igor, notieren und aufschreiben in deinem Notizblock. Ja, ist notiert, Elimet. Sehr gut, danke Igor. Gut, dann Frau Meier, danke Ihnen vielmal für Ihre Kooperation. Und ja, wir verabschieden uns in dem Fall. Danke vielmal. Ja, schon recht. Auf Wiedersehen, ja, auf Wiedersehen. Nach dem wenig informativen Interview mit der Frau Meier machen sich also der Ellie McMack und der Igor im Cadillac auf den Weg ins Präsidium. Dort suchen sie den Frankie im Labor. Sie hoffen, dass er am Tatort noch weitere Spuren gefunden hat, die ihnen weiter helfen könnten. Auf dem Weg dorthin besprechen sie noch einmal das Interview mit der Frau Meier. Ich sage dir, das ist doch eine komische Frau Meier gewesen da. Ja, wieso meinst du das? Ja, also ein richtiges Partyluder, man hat sie richtig auch angesehen. Die hat doch nur Drogen und Alkohol im Kopf, hat doch die Frau. Ach, komm mal. Hast du ja gesehen, wie das ausgesehen bei der daheim, wie Bomben eingeschlagen hat? Hey, und auf die Jungen, das ist doch immer das Gleiche. Und dann spielen sie irgendein Computerspiel, dann schiessen sie aufeinander. Tagtäglich sieht man es doch in den News steht's auch immer. Hey, komm jetzt wieder. Das ist doch nur eine Frage von der Zeit. Du steigerst dich wieder in die Sachen rein. Nein, komm jetzt, Du übertreiben, ja. Ist vielleicht recht, Igor. Aber du musst zugeben, da die Gitarrenseite, die gefällt hat an dieser Gitarre, das ist doch sehr suspekt, Igor. Ja, jetzt tust du da Beweise an den Haaren herbeiziehen, tust du. Also das hat doch überhaupt nichts mit gar nichts zu tun, nicht? Ja, das, ich weiss ja nicht. Jetzt komm oben runter, schau, der Frankie ist auch schon parat. Jetzt können wir ihm die Frage stellen. Ja, du hast recht, Igor. Hoi, Frankie! Ja, Sally, Ellie McMack und Igor, wie geht's?
Ja, es geht gut eigentlich, aber wir kommen nicht weiter bei unserem Fall. Vielleicht könntest du ja uns weiterhelfen. Weisst, es geht um einen Toten und einen Herr Klapper, der da mit dem Bewährungseisen durchstochen worden ist auf der Baustelle. Hast du da vielleicht noch etwas gefunden an dem Tatort? Ja, wie sich herausstellt, ist das sehr interessant gewesen, was sich jetzt abgespielt hat. Die Tatwaffe, das Armierungseisen, hat man vorgängig angespitzt, bevor man ins Opfer eingedrungen ist. Ja nein, du sagst, Frankie, und hast du sonst noch etwas herausgefunden? Ja, ich habe doch gesagt, es war ein höchst interessanter Tatort gewesen. Wie man an den Blutspuren entnehmen konnte, war das Opfer nicht sofort tot gewesen, sondern hat sich mühevoll bis zum Snackautomaten hergerobt, um dort etwas zu kaufen, Ellie McMack. Ja, aber Frankie, was hat denn das Opfer noch gekauft dort? Laut Automatenprotokoll hat er sich M&M's rausgelassen. Aber so wie es aussieht, hat er keine Zeit mehr gehabt, um die zu verspeisen. Ein trauriger Tod. Das ist wirklich ein trauriger Tod, Frankie. Da muss ich dir recht geben. Kauft man sich so kurz vor dem Tod noch rasch einen Snack und dann kann man den nicht mal geniessen. Hey, Igor, das ist wirklich traurig. Ja, aber es ist komisch, dass der da noch etwas kaufen will, wenn er im Sterben liegt. Aber Igor, jetzt lass mir mal gut zu. Ich weiss nicht, was du da noch alles komisch findest und was du noch alles für Beweis brauchst. Wir haben den Langhaar, der hat kein Alibi, plus hat er ein Motiv, nämlich die Bauaufträge, und wir haben Fingerabdrücke auf der Tatwaffe gefunden. Also für mich ist der Fall klar und irgendwann ist einmal Schluss mit Lustig. Ja, ich glaube, ich muss dir recht geben, ja, es sieht nach einem glasklaren Fall aus. So unwahrscheinlich wie es tönt, hat der Ellie McMack also womöglich wirklich recht. Der Herr Langhaar hat ein Motiv, kein Alibi und zudem hat man sogar seine Fingerabdrücke auf der Mordwaffe gefunden. Doch plötzlich bekommt der Ellie Augen wie ein Manga und will schnurstracks zu der Frau Langhaar fahren. Schon kurz darauf steht der Ellie vor ihren Türen und ist bereit, die Wohnung zu stürmen. So, Igor, bist du ready? Ja, ich komme immer noch nicht raus, warum wir jetzt... Bist du still, ich ramme die Tür! Was? So, ja, Frau Langhaar! Wir sind von der Polizei, das ist Igor und ich bin Ellie McMack. Jetzt zeigen Sie mir die Süßigkeiten, die Sie da also, in dieser Wohnung haben. Aber was? Was ist los? Ich komme gar nicht raus. Süßigkeiten zeigen, habe ich gesagt. Ja, nein, los. Nur Moment. Ich zeige sie Ihnen gerade hier in der Schublade. Ja, sehe das mit den Süßigkeiten. Aha, was habe ich denn da? Das sind M&M's. Ja, das sind die M&M's von meinem Mann, aber was ist denn da überhaupt los? Ellie, du musst dich erklären, ich komme gar nicht raus, was ja, soll das? Ja. Jetzt kann ich einmal endlich einen Fall aufklären. Also, jetzt lasst ihr beide zu. Es war nämlich folgendermassen. Beim Mordopfer, beim Herrn Klapper, haben wir in der Hand noch M&M's gefunden. Mit dem hat er einen letzten Hinweis geben. Jemand mit M&M's hat ihn ermordet. Ja, aber mein Mann hat einfach auch gerne M&M's gehabt. Ja, also das ist nicht einfach nicht so. Nein. Also, Ellie McMack, das sind ja überhaupt keine handfeste Beweise, die du da auftischst. Sicher schon. Vielleicht hat der Klapper einfach M&M's gern, oder? Und ja. Hat das... Das letzte Mal wollen machen. Herr Igor, ich muss Ihnen jetzt natürlich auch sagen, es war stadtbekannt, dass der Herr Klapper ein Diabetiker war. Also, das ist auch nicht wahrscheinlich. Aha. Ah, Papperlapapp, für mich ist der Fall klar, Igor. Frau Langhaar ist das gewesen und sie möchte mich jetzt gar nicht so anschauen. Sie sind das gewesen. Ja, sie sind das gewesen. Sie haben bewusst so ein Bewährungseisen genommen mit dem Fingerabdruck drauf. Ja, aber das von Ihrem Mann. Ja, dann nicht wahrscheinlich finden Sie ihn sowieso blöd. Wo hat sie das angestellt? Ellie McMack! Ellie McMack! Igor, was? Du hast dich geirrt. Ich glaube, ich habe die Hinweise alle richtig interpretiert und ich weiss, wer den Herr Klapper umgebracht hat. Und es ist nicht Frau Langhaar. Was? So verlassen also der Ellie McMack und der Igor die immer noch verwirrte Frau Langhaar und sind auf dem Weg zu ihrem Cadillac. Als sie abgefahren sind, schaut der Ellie McMack böse den Igor an und fragt ihn, was eigentlich los ist. Sag dir, Igor, jetzt hast du mich gerade ein bisschen bloßgestellt. Ja, du hast mich bloßgestellt, du mit deinen Möchtegern-Hinweis und da einfach in Wohnungen in stürmen. Was, Möchtegern-Hinweis? Das ist doch das beste Indiz, das ich jemals gefunden habe, Igor. Ja, aber es ist völlig falsch. Du bist zu der völlig falschen Lösung gekommen, Ellie McMack. Ja, dann halt. Man muss jetzt den Cadillac einsteuern, Igor. Ja, denk zu der Frau Meier, der Mitbewohnerin vom Herrn Klapper.
Und schon sind unsere zwei Helden angekommen vor dem Haus von der Frau Meier. Der Igor stürmt aus dem Auto und macht sich auf den Weg zu den Güsselcontainern von ihrem Wohnhaus. Igor, ich glaube, du hast den Beruf verfehlt. Du bist doch kein Güsselmeister. Du meinst Güsselmann, aber ich bin da am Beweis suchen. Mac, hilf mir doch. Was suchst denn du für Beweis? Etwas Dünnes, Langes und Herz. Aber das scheint nichts zu sein. Ich glaube, wir wollen in die Wohnung rauf. Was müssen wir denn? Was in der Wohnung? Was? Nicht keine Frage stellen, Mikko. Aufmachen, da ist die Polizei. Ja, hallo miteinander. Was machen denn ihr schon wieder da? Da gehen Sie aus dem Weg. Eli, red du mit ihr. Hallo, was gibt es? Ich weiß auch nicht. Hallo? Keine Ahnung, was der Igor vorhat. Das ist speziell. Das habe ich noch nie erlebt. Hallo? Ich habe es gewusst, Frau Meier, auch da ist keine Gitarrenseite drin. Was für eine Gitarrenseite? Ja, ihr Alibi. Sie haben doch gesagt, sie hätten am 4. Juli am Abend ein Lied komponiert. Richtig. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass an der Gitarre eine Seite kaputt ist. Ja, okay, und jetzt? Ich habe draussen in den Güsselcontainer gesucht und bei ihnen in der Wohnung. Und niemand findet sich die Gitarrenseite. Und außerdem bin ich überzeugt. Was machst du jetzt wieder, Igor? Ihr Werkzeugkoffer. Was ist mit dem? Der hat sicher die Werkzeuge drin, die sie benutzt hat, um das Armierungseisen anzuspitzen. Das haben wir schnurstracks ganz leicht vom Frankie bestätigen lassen im Labor. Sie haben den Herr Langhaar verfolgt und eine Eisenstange ausgesucht, wo er berührt hat, um die als Mordwaffe benutzen. Ah, wegen dem Fingerabdruck, der drauf ist. Ganz genau, Eli McMack. Ich weiss zwar noch nicht, warum sie ihn umgebracht haben, aber wenn ich die Wohnung anschaue und den Unterschied, wo sie im Lebensstil zum Tage legen, kann ich mir gut vorstellen, dass da Reibungen gegeben hat. Ist das nicht richtig, Frau Meier? Ja. Ja, ich gebe es ja zu, aber jetzt mal im Ernst, was hätte ich denn sollen machen? Er hat einfach nie wollen mich verstehen, meinen Lebensstil und meine Partys und immer. Oh, ich kann es fast nicht. Immer hat er mich geplagt und ist gegen die Sachen gewesen. Es war einfach nicht mehr zum Aushalten gewesen. Ja, aber Frau Meier, wegen er hat einfach müssen sterben. Ja, Frau Meier, ganz ruhig. Jetzt kommt schon alles wieder gut. Jetzt Igor, jetzt musst du mir noch sagen, wie bist du auf das überhaupt gekommen? Nur wegen dir, Eli McMack. Was? Ich habe dir geholfen? Ja. Es war nämlich so, wie du gesagt hast. Der letzte Hinweis ist vom Toten gekommen. Und dann hat Frau Langhaar noch gesagt, der Herr Klapper sei Diabetiker gewesen. Er hat also kein Interesse an Süßigkeiten. Und trotzdem kauft er sich als letztes, kurz bevor er stirbt, eine Packung M&M's. Ja und? M&M's. Miriam Meier. Eli McMack, Igor, Eli McMack, Igor, Eli McMack, Igor, Eli McMack. Wenn Sie mehr faszinierende Geschichten hören wollen vom Eli McMack und dem Igor, dann gehen Sie doch am besten einfach auf www.inselbaum.ch oder auch neu auf YouTube sind wir zu finden. Einfach mal nach Inselbaum suchen. Ja, dann findet ihr es dann schon. Ist gut gewesen, oder?